Da ist der Vorraum. Okay, dann gehen wir in den Vorraum zurück. Oder, was heißt zurück? Hier sind anscheinend wieder Gegner. Irgendwo. Ich höre euch von hier, ja? Stirb. Ihr hattet nie eine Chance gegen mich. Ach, und du hast mir die Stärke abgesaugt. Nein. Nein. Oh. Warum? Wie konntest du nur? Ihr kennt meine einzige Schwachstelle. Oh. Kommt her. Kommt her. Okay, okay, okay. Okay. Was tun wir jetzt? Wenn ich Sujama nehme, habe ich keinen Mana mehr. Aber was habe ich für eine Wahl, nicht? Ich habe keine Wahl. Wo ist Sujama? Da ist Sujama. Nehmen wir mal eins. Das müsste reichen. Die Frau umgehauen. Nicht mal zugeschaut. Nein, einfach umgehauen. Ist offscreen-mäßig. Nein. Nein. Ebenerzspeer. Aber trotzdem nein. Kein Interesse an deinem Zeug. Hi. Ja, hau ich dich ein paar Mal. Ach ne, ich hau dich mit Abelots Antwort tot. Das passt, das passt. Hab ich deine Seele? Ebenerzbreitschwert. Auch wieder viel wert. Und viele Leute hier. Viele Gegner, viele Räume. Hier war ich schon. Hier sind nämlich alle tot. Hi! Bist du mein Freund? Ihr könnt eure Fragen stellen, Miau. Aber beeilt euch damit. Miau. Okay. Nein. Du bist auch... Ihr seid alle verrückt, oder? Das ist hier die verrückte Ecke. Sujama. Freie Getränke. Geht aufs Haus. Na klar, gib mir doch Sujama. Och. Was wollt ihr? Was ist das Problem mit euch? Sprecht weiter, es liegt an euch. Einladung. Hat man euch hierher beschworen oder kamt ihr freiwillig? Wie auch immer, es ist jeder eingeladen. Vergesst aber nicht, dem Gastgeber eure Aufwartung zu machen. Und lasst euch von Lustidreik da drüben in der Ecke etwas zu trinken geben. Mischt euch unter die tanzenden, drängenden Massen. Ich glaube, die in den goldenen Masken sind ungeladene Gäste. Aber beim Maskenball des verrückten Gottes ist ein jeder willkommen. Ich verstehe. Ihr seid verrückt und deswegen seid ihr hier. Yep, tanzen ist für sie kämpfen. Wer ist der Spieler? Sieh mal einer an, wollte gerade ein Spielchen spielen, sagt schon. Wenn ihr friedlich bleibt, dann töte ich euch nicht mit meinem großen roten leuchtenden Schwert. Und dann wohnen hier bald die Ahemusa. Ah, ich verstehe. Ihr schlagt vor, dass ich den Stamm der Ahemusa gestatten soll, sich auf dieser Insel zu verstecken. Und dafür lasst ihr davon ab, mich töten zu wollen. Ihr droht mir also. Und dank eures wirklich beeindruckenden Rufs will ich euch nicht Lügner nennen. Also, ihr habt gewonnen. Ich stimme zu. Ich kann natürlich nicht für die Ordinatoren sprechen, aber ich verspreche, dass ihr die Ahemusa herbringen könnt und meine Anhänger ihnen nichts antun werden. Ich schwöre bei dem verrückten Gott. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann werde ich eure Betten benutzen. Ja, wir ziehen jetzt erstmal alle meine... Ich bin mir unsicher, wenn ich jetzt 50 Stärke abziehe. Ja. Also wir ziehen alle meine Stärke-Gegenstände aus. Und gleich wieder an. Tempus Ring, Bärenstark und Ragnulfs oder so ähnlich, linke Hand. Linke Faust, rechte Faust. Randagulf. Dann habe ich immer noch von irgendwo Stärke. Das habe ich irgendwo noch drauf getan, nicht wahr? Ich erinnere mich. Ganz dunkel. Wo habe ich Stärke drauf getan? Auf mein Amulett. Wo ist mein Amulett? Ich leide gerade unter schweren Wahrnehmungsstörungen. Achso, das liegt am Sujama. Legen wir uns erstmal schlafen. Für eine Stunde. Ich will Intelligenz, ich nehme Glück und dann erhöhen wir noch Geschick. Man kann nie geschickt genug sein. So, jetzt habe ich
einen roten Stärkewert. Das heißt, ich bin wieder auf Basisstärke. Jetzt kann ich über irgendeinen dieser Zauber meine Stärke wiederherstellen. Das hat schon ganz gut gewirkt, aber noch nicht perfekt. Komm. Jetzt habe ich Stärke 100 und bin damit nur noch ganz leicht überladen. Ganz, ganz leicht. Setzen wir das wieder auf. Für 120. Dann schauen wir uns bärenstark an. Also da will ich 50 Punkte rausholen. Also 170 muss es jetzt sein, Junge. Nett mal nah dran. Nett mal nah dran. Komm, ich sagte 170, nicht 148. 170, siehst du? 170, und schon kann ich wieder laufen. Dann Tempus Ring, wo haben wir ihn? 23, also wenn ich damit auf 180 komme, dann ist es okay. 181, siehst du? Ist okay. Ist voll okay. Ich kann wieder was tragen. Meine Stärke ist hoch genug. Ich will nicht allzu viel Zeit verschwenden, hier Ringe an- und auszuziehen. Schließlich gibt es noch Leute zu töten. Ja, und ich will doch nicht, dass dem Leute töten irgendwas in den Weg kommt. Nein. Leute töten war schon immer eine Priorität für mich. Schauen wir mal, was hier so ist. Ich bin ja relativ zielstrebig in eine Richtung gelaufen. Von da komme ich. Hier bin ich nicht hochgegangen. Ich denke, ich verstehe das Layout. Ich denke, du machst diesen Raum unsicher, Ratte. Jetzt bist du tot. Und der Raum ist sicher. Ich töte auch alle Spinnen, die ich sehe. Versprochen. Ich hab's der Frau versprochen. Ja, und hier, waren wir schon mal. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Dann gibt's also nur den einen Weg hier rein. Interessant. Ich werde mal beobachten, ob jetzt diese normalen Leute, die hier gegen diese Tribunalsanhänger kämpfen, ob die mir jetzt freundlich gesinnt sind. Das wäre natürlich super cool. Ob die mich jetzt einfach begrüßen und sagen, hallo. Wir haben auf mystische Art und Weise von unserem Oberverrückten gehört, dass wir jetzt Freunde sind. Da geht's ab. Ja, dann warte ich halt hier. Schau mal, ob hier irgendwie noch was zu holen ist. Nee. Aber du bist wieder ein ganz anderer Dedra. Oh, die Verrückten haben verloren, würde ich sagen. Okay. Ihr seid wieder die gleichen Typen wie draußen. Ich bin der Nerverin. Das würden die ja sowieso irgendwann rausbekommen. Spätestens wenn ich den Stamm hierher führe, würden die rausbekommen. Der Nerverin war hier. Dann lass uns die mal alle töten. Und alle haben sie diese tollen, wertvollen Streitkolben. Es ist richtig ärgerlich, dass ich die nicht mitnehmen kann. Ja, noch ein Dedra-Lord. Aber ohne Beschwörungsmöglichkeit. Schade. Ich hätte gerne nochmal gegen einen Dremora-Fürsten gekämpft. Schließlich habe ich jetzt dieses tolle Schwert. Äußerer Schrein. Okay. Ist das jetzt sicher? Gucken wir mal, was hier ist. Innerer Schrein. Ja, das ist das hier. Nee, hier war ich noch. Doch, hier war ich schon. Ja, ich würde mal behaupten, das ist sicher. Ich bin der Meinung, das ist sicher. Und wer was anderes behauptet, der kriegt das Schwert. Und zwar nicht in die Hand. Außer er hält die Hand hoch. Dann berührt es kurz die Hand. Und dann hat den Rest des Körpers. Also gehen wir zurück zur Chefin. Zur weisen Frau des Stammes und begleiten sie hierher. Und hoffentlich genügt es ihren Ansprüchen, was ich hier getan habe. Wir töten noch diese Ratte hier. Du musst weg. Ich bin der, wie nennt man das? Der Kammerjäger.
Der göttliche Kammerjäger, auch bekannt als Nervarin. Wir wollen nach Süden. Süden, Süden, Süden. Ich höre schon wieder Kampfmusik. Aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Nein. Ein Mann auf einer Mission, das sind wir. Ich frage mich, wie diese Felsen so entstanden sind. Die stehen hier wie Zähne im Meer. Ja. Oder Hinkelsteine. Das ist von Obelix. Obelix hat hier seine Hinkelsteine überall verloren. Obelix ist früher mal als Baby in den Sejama-Kessel gefallen. Mhm. Das war die Geschichte, ja. Ohne Witz. Ich hoffe nur, die Frau, die kann Wasser laufen. Ich hoffe, die Frau kann Wasser laufen. Wenn ich die irgendwie über die Inseln lotsen muss, die Tante, dann... Ich weiß nicht. Ich glaube, dann geht Morrowind unter. Ja. Dann werde ich nicht zum Nerevarin. Ha! Gerade im rechten Moment. Das ist dann halt Pech. Ja. Besser wäre noch, sie kann sich dahin teleportieren. Dann würde ich mir allerdings auch Sorgen machen um die Frau, weil wenn sie sich in den Schrein von Shigorov teleportieren kann, hat sie was mit ihm zu tun. Das will ich auf keinen Fall. Am Ende ist sie noch... Ich meine, die ist verrückt. Ja. Na, egal. Stich! Stich? Wirklich? Egal. So, die weise Frau war irgendwo hier. Yep. Komm mit mir. Du kannst mich begleiten. Begleite mich bitte nach Aldroff. Aldedroff, sorry. Ich weiß zwar nicht, warum ihr da wohnen wollt, aber... Immerhin ist es ein bisschen befestigt. Wobei, das ist auch schwer zu verteidigen. Was? Hast du was gesagt? Hast du irgendwo jemanden zum Kämpfen gefunden? Nee. Ich meine, du willst ja eigentlich eine Festung haben, die nach oben gebaut ist. Nicht eine, die nach unten gebaut ist. Also wie eine Höhle. Oh, danke. Kannst du aber ein bisschen schneller laufen? Ich warte lieber mal. Nicht, dass sie sich gleich beschwert. Oh, wo bist du, Alastor? Ich laufe zurück zu meinem Zelt. Das wäre noch die Höhe, ja. Dafür hätte ich eine Mod installieren können auch. Es gibt schöne Mods, die machen NPCs, die dir folgen, so schnell wie dich selbst. Wenn nicht sogar schneller. Zaubern wir nochmal Wasserwanderung. Ich hab's ja. Immer noch barfuß. Ist es nicht kalt auf dem Wasser? Naja, musst du wissen. Redest du mit mir? Ich höre immer so ein paar Fetzen, so ganz leise im Hintergrund. Und denke dann, sie beschwert sich, dass ich zu schnell bin. So scheint es zu funktionieren. Also wenn ich rückwärts Wasser laufe, das ist besser als Jesus, rückwärts Wasser laufen. Der ist nur vorwärts gelaufen, soweit ich weiß. Rückwärts ist nochmal eine ganz andere Schwierigkeit. Oh oh, oh oh, oh oh. So ist gut. So, da ist Aldedroff. Aldedroff. Dann werden wir schauen, ob die Frau zufrieden ist. Vielleicht will sie noch, dass wir die Verrückten umbringen, aber müssen wir sehen. Ich denke, ich habe alles freigeräumt. Ich hoffe, du stimmst mir zu. Bei so Sachen habe ich immer ein bisschen Angst, weil das Spiel ist schon älter. Und ich habe Mods drauf und ich komme hier nicht hoch. Du auch nicht. Ich wusste doch, es ist alles wieder... Ärgerlich. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Komm her, oh nein. Frau, 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 Frau. Komm mit mir. Du, komm mit mir. Ah.
tödliche Sackgasse fast. Wir gehen außen rum, wir finden dir einen Hang, den du hochkrabbeln kannst. Was tue ich nicht alles? Nur für einen Titel. Ist fast wie World of Warcraft. Da grindet man hier ewig. Nur für den Titel des Nervarin, damit ich ins nächste Questgebiet darf. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier kommst du hoch, oder? Bist ein großes Mädchen. Ja, so ist gut. Ja, wie ich gesagt habe, ich habe ein bisschen Angst, dass die Mods vielleicht was verändern haben und dass die Tante jetzt einen Gegner sieht, den ich nicht sehe oder glaubt, dass hier Gegner sind. Geh mal rein. Ist doch schön hier, oder? Sieht super sicher aus. Ich werde euch begleiten, bis wir vor der großen Statue stehen. Okay, welche große Statue meinst du? Oh, ich komme hier nicht durch. Die da? Ist das eine große Statue? Sag bitte ja. Sieht dann aus wie eine Statue, ich weiß, aber... Es gibt hier so viele große Statuen, aber ich gehe davon aus, du meinst die, die direkt geradeaus ist. Am inneren Schrein. Die hier. Das ist Sheogorath. Ich danke euch. Ha! Ich sagte, dass ich euch begleiten würde, Alastor, um zu sehen, ob ihr Al-Dedroth für die Ahemusa sicher gemacht habt. Ihr habt meine Bedingungen erfüllt. Ich danke euch, Alastor. Die Ahemusa werden gerettet werden. Ich ernenne euch zum Nerevarin. Ja, tu das. Ihr habt diesen Ort für die Ahemusa gesichert. Deshalb ernenne ich euch zum Ahemusa Nerevarin, Kriegsherr der Ahemusa und Protektor des Volkes. Ich gebe euch außerdem den Stein des Wahnsinns der Ahemusa, der allen Dunmann ein Zeichen sein soll, dass ihr der Nerevarin seid und dass euch die Ahemusa folgen werden. Wenn es sein muss, bis zum Tod. Ich kann nicht lange bleiben. Ich muss bald zum Ahemusa-Lager zurückkehren und Vorbereitungen treffen, um hierher überzusiedeln. Dann zeig mir kurz vorher noch, was du für... Ach, du machst das, was du mir verkaufen kannst. Im Prinzip nichts, aber vielleicht kann ich dir einen Trank verkaufen? Oder so? Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gerade mache. Es ist offensichtlich, dass ich dir nicht viel verkaufen kann. Einen? Ja, einen Trank kann ich dir verkaufen. Hab Dank für das Handeln. Frau mit den schönen Schulterpolstern.